Ihr Lieben da draußen, ein neuer Guide mit Extra 23 und wir werden heute mal zusammen bauen. Tipps und Tricks zum Bauen. Also, ihr habt jetzt zum Beispiel einen neuen Spot gefunden, den findet ihr ganz toll und jetzt seht ihr aber, dass der eigentlich total uneben ist und ja, was macht ihr? Sieht doof aus. Und dann müsst ihr natürlich jetzt auch die Palbox bauen und die Palbox wird natürlich dann jetzt auf den Rasen gesetzt und das sieht dann auch wieder doof aus und wir wollten das eigentlich richtig vernünftig machen. Ganz einfach. Die Höhe und Tiefe des Fundamentes einstellen, die passende Einstellung zu finden. Und ihr kennt das ja meistens, ihr wollt was bauen, dann sieht das dann meistens so aus. So. Und das wollt ihr eigentlich gar nicht. Steht ja einen Kilometer weit nach draußen. Und das ist irgendwie doof. Das wollen wir gar nicht. Jetzt macht ihr einfach Folgendes. Ihr geht mal ein bisschen mehr auf Distanz und dann geht ihr mit der Maus nach oben. Ihr guckt nach oben. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wie gleich das Fundament in den Boden verschwindet. Und so könnt ihr perfekt in den Boden bauen. Wenn das wieder nicht passt, geht ihr wieder nach oben. Guckt immer wieder nach oben weiter. Und dann wird das Fundament in den Boden gesetzt. Jetzt wollen wir nach oben bauen. Weit nach oben. Wir möchten gerne eine Base haben, die sicher ist von irgendwelchen Angriffen. Dann habt ihr es aber auch schon gerade gesehen. Ihr geht einfach mit der Maus immer weiter nach oben. Dann seht ihr, es wird immer größer und immer größer, bis es nicht mehr geht. Guckt mal, so hoch kann man bauen. So. Das ist mein Fundament. Findet ihr das nicht schön? Man kann wunderbare Säulen übrigens auch daraus bauen, wenn ihr das möchtet. Also, wenn ihr jetzt ein unebenes Gebiet habt, dann machen wir es einfach so. Ich möchte gerne jetzt hier meine Palbox bauen. Dann machen wir einfach diesen hier, passen wir es genau an und bauen. Unser erstes Fundament. Und ihr seht, es ist nicht zu hoch. Man kann das perfekt anpassen. Total genial. Ihr fangt gerade an, euer Haus zu bauen und wollt eine Dachschräge bauen. Dann machen wir das doch mal, oder? Also, wir richten das mit dem Mausrad aus oder eben auf der Xbox weiß ich gerade nicht, welche Taste, aber das werdet ihr bestimmt wissen. Und wenn ihr das richtig ausrichtet, dann snappt der automatisch schon mal richtig ein. Eins, und dann gehen wir mal hier drüben hin, drehen das richtig hin. Am besten mit dem Mauscursor vielleicht ein bisschen richtig anvisieren, so. Und dann haben wir noch einen. So, jetzt wollen wir den nächsten setzen. Und irgendwie geht das nicht. Da oben geht es, warum auch immer. Und hier will es nicht. Und es geht nicht. Ihr könnt auch da hoch rumklettern, wie ihr möchtet. Er snappt nicht ein. Dann machen wir einfach Folgendes. Dann machen wir das 1, 2, 3, 4. Und jetzt hat das Spiel ein Snap-Point, weil hier gibt es keinen für das Spiel. Und erst recht nicht am Rand, warum auch immer. Dann snappen wir einfach hier vorne an. Und zack, haben wir den neuen Support. Jetzt könnt ihr nämlich Folgendes machen. Jetzt sagt er natürlich, jetzt habe ich hier diese blöden Wände in der Mitte. Die braucht er nämlich nicht mehr. Er brauchte nur zum Ansnappen einen Support. Das heißt, wir machen jetzt einfach den. Ne? Bisschen mit Verzögerung. Und zack, haben wir unsere Dachschräge. Das gleiche gilt jetzt auch hierfür, für den nächsten Schritt. Und jetzt haben wir jetzt wieder das Problem, was wir hier nicht setzen können. Dann macht ihr das gleiche Spielchen wie eben auch. Ihr macht einfach einen Bausupport. Eine Stufe höher natürlich. So. Das Dach. Snap da oben ein, dreht das Baustück richtig in die richtige Richtung und sagt, habt ihr euren richtigen Support. Und normalerweise snappt er ihn jetzt auch hier ein, weil jetzt es gibt genug Support hier, aber ich bin da ein bisschen zu tief. So, okay, haben wir das so gemacht. So, und dann machen wir wieder, drücken wir auf B und auf C, um Sachen abzureißen. Und dann fangen wir am besten oben an. Ich könnte jetzt unten abreißen. Dann werden die oberen drei Teile auch abgerissen. Manchmal hast du das Problem, warum auch immer, wird das Dach wieder mit abgerissen. Dann fangt ihr einfach oben an. Und damit habt ihr gar keine Probleme. Und dann habt ihr ein wunderbares Schrägendach. Was euch ganz, ganz sicher auch ziemlich oft passieren wird, ist, wenn ihr baut und ihr baut jetzt zum Beispiel ein Dach, was länger sein sollte. So, wir bauen das Dach jetzt ein bisschen länger und dann gehen wir weiter und dann kommt
Keine Stütze vorhanden. Was machen wir denn jetzt? Wir wollten doch eigentlich weiter. Jetzt könnten wir, wie wir es bei dem Dach drüben im Jahr gemacht haben, immer hier so einen Support setzen. Dann geht das ja, wenn wir den Support setzen. Dann machen wir, wenn wir dann ein Dach haben, das 7, 8, 9 Wände hoch ist, dann machen wir dann da Wände ohne Ende, bis uns die Augen ausfallen. Und ja, Material wird dann auch noch verschwendet. Nein, das machen wir nicht. Also, es gibt wie in jedem Survival-Game oder Survival-Game, wo gebaut wird, gibt es immer so eine Regel. Und hier gibt es auch so eine kleine Regel. Also, ihr seht, ich habe jetzt hier diese Foundation, dieses Fundament. Und ich darf zwei weiter. Das heißt, ein Fundament darf zweimal weitergehen. Das dritte hält dann nicht mehr. Also, zur Erklärung. Ich mache jetzt mal ganz kurz den hier und setze jetzt einfach mal eine Foundation jetzt hier nochmal dran. Okay? So. Jetzt gehe ich nochmal, baue nochmal dran, snappy snap, snappy snap. Und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr funktionieren. Aha, jetzt können wir doch. Und beim dritten, beim vierten, das wäre jetzt Nummer vier, geht es nicht mehr. Keine Stütze vorhanden. Das bedeutet, wenn ihr baut, ist das wichtig, dass unten drunter eine Foundation ist. Jetzt sagt der Erste schon direkt, aber Dex, ich habe doch kein Dach, was nur eine Wand hoch ist. Das ist egal. Ich erkläre es dir mal so. So, wir machen das hier mal weg. Und wir machen das jetzt mal so. Ist das Dach hoch genug für dich? So, jetzt haben wir, ich denke mal, ein Dach, was recht hoch ist. Ich glaube, ja, wir könnten auch so hoch bauen, bis es nicht mehr geht. So, und jetzt auch bauen wir das hier. Und das hier. Und das hier. Und jetzt dürfen wir nichts mehr bauen. Ihr versteht das Prinzip, es muss nicht direkt drunter sein. Es ist nur wichtig, dass es einen Support gibt. Es bedeutet nochmal zur Regel, ein Fundament gibt zwei Längen weit. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel meine ganze Base, ich habe übrigens hier unten auch schon mal was getestet für euch, wenn ihr wie ich außerhalb der Range hier seid und das Gebiet wollt ihr aber trotzdem noch gebrauchen, weil warum ist mein Gebiet denn da draußen und dann da würde ich ja auch nicht selber hinsetzen. Das heißt, wir machen alles mit Fundamenten. Natürlich, wenn ihr Raids anhabt, solltet ihr das natürlich aus Stein machen, sonst kommt der erste Feuerpfahl und macht das den ganze Gerüst weg. Ihr baut unten in dem Gebiet alles voller Fundamente. Wenn ihr das eingestellt habt, dass es nur im Radius bleiben darf, dann bleibt nur im Radius. Wenn ihr es eingestellt habt, dass draußen außerhalb des Radius nichts verfällt, könnt ihr auch außerhalb bauen, ist jetzt auch kein Problem. Und dann baut ihr nach oben, genau wie ich das hier gemacht habe. Ihr versteht das Prinzip. Das heißt, wenn ich jetzt nach unten gehe, so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bautipp, weil viele verstehen das Prinzip hier im Spiel nicht. Und wenn man das einmal drauf hat, und das ist ganz, 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 ganz einfach zu verstehen, dann könnt ihr in den Himmel bauen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Ihr seht, das geht sogar auch. Ihr könnt dann weiter mit den Fundamenten arbeiten. Jetzt dürfte nichts mehr gehen. Nicht, weil ich außerhalb des Radius bin, sondern weil ich kein Fundament mehr habe. Das bedeutet, habt ihr sowieso eure Base komplett mit Fundamenten zugekleistert, dann könnt ihr in den Himmel bauen. Ohne Probleme. Ihr seht, ich zeige euch das mal so. So sieht das aus. Ohne Support. Ihr habt einen unebenen Spot und der ist aber leider auch ein bisschen klein, dass der Radius immer hier rüberragt, über eure Plattform, da wo ihr eigentlich bauen wollt. Gar kein Problem, das Gebiet könnt ihr wunderbar mit einnehmen, ohne irgendwie großartige Probleme mit dem Bauen zu haben. Ihr
wollt natürlich jetzt nach hier oben, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr Raids anhabt, Achtung, Raids heißt, kommen Gegner, und wenn das Feuerpals sind, die machen eure Holzstrukturen platt. In 0, nix. Also baut aus Stein, damit habt ihr erstmal keine Probleme, und dann fangt ihr an, erstmal ein bisschen zu gucken, wie ihr es ausrichten könnt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, wie ich euch ja schon erklärt habe, ihr könnt ja so hochgehen, aber bis zu einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr. Man könnte jetzt sagen, wir machen das so. Finde ich nicht so gut. Wir bauen einfach flach. Wir bauen flach und gucken uns erstmal so ungefähr an, wie das vielleicht sein könnte. Ich würde jetzt mal sagen, so wird das passen. So. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen runter in den Boden. Ich muss gerade gucken, weil ich gerade außerhalb des meines Gebietes war. So. Lassen wir so. Und kleistern alles mit Fundamenten zu. Ihr wisst, das ist immer eine Server-Einstellung, ob ihr außerhalb des Gebietes bauen könnt. Das kann man ja immer, aber es gibt immer einen Verfall. Und der Verfall bedeutet einfach eben, dass alles kaputt geht, also außerhalb des Gebietes hier. Es gibt dann einen Verfall, nach einer Zeit zerstören die sich von alleine. Deswegen guckt, dass ihr die Server-Einstellungen umstellt, wenn es euer ist, oder müsst ihr eben gucken und euch informieren, wie das bei euch auf dem Server so läuft. So, und dann bauen wir einfach nach oben. Ihr wisst das gleiche Prinzip, was wir da hinten gemacht haben. Wir können gemütlich nach oben gehen, solange ein Support ist. Wenn das manchmal auftaucht, nicht mit dem Bauwerk verbunden, guckt mal genau hin. Das ist nicht verbunden. Du musst dich nur ein bisschen bewegen. Achtung, da. Und es geht wieder ganz normal. So, dann klettern wir hier nach oben. Wir hoffen, dass wir noch im Radius drin sind, dass wir... Ich glaube, wir haben keine Materialien, oder? Ich glaube, wir sind nicht im Radius drin. Ich guck mal. Doch. Jetzt gucken wir, wo wir sind. Wo stecken wir gerade? Ja, perfekt. So, und dann werden wir uns das Gebiet natürlich auch noch zu Nutzen machen. So, wir machen jetzt das Ganze aus Stein, habe ich gesagt. Ich habe keine Materialien mehr, weil ich außerhalb der Ring... Ich gucke gerade mal, ob ich das vielleicht noch hinbekomme. Okay, geht. Geht, ich habe Glück. So, okay. Zack. 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 Und ihr seht, wir können das ganze Gebiet, was wir eigentlich verloren haben, hier unten, können wir auch noch mit einnehmen. Das heißt, jetzt wenn ihr sagt, das reicht so, dann mache ich dann eben so eine kleine Stufe. Oder ihr könnt das sogar, wenn ihr ganz penibel seid, könnt ihr das auch noch anpassen. Dann könnt ihr das von mir jetzt noch mit der Foundation anpassen. So, und zack, haben wir unser Gebiet hier auch noch eingenommen. Das können wir hier vorne auch noch machen. Und so geht diese Plattform, auch wenn sie gut ist, die hat gute Ressourcen, leider sehr uneben, könnt ihr sie trotzdem nutzen. Ihr müsst eben nur gucken, dass ihr das von unten nach oben hochbaut. Und das ist ja der Trick, wie das Ganze funktioniert. So, ich will hoffen, es hat euch geholfen. War ein kurzes Video. Für meine Verhältnisse kurzes Video. Viel gequatscht, trotzdem gut erklärt, denke ich mal. Wenn ihr selber noch Tipps habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich mache gerne noch mal ein zweites Video und tue diese Sachen noch dazu, damit alle Leute im Internet noch dann die Tipps und Tricks bekommen bei Palworld. Damit man nämlich dann diese Fehler nicht am Anfang macht, weil ihr wisst ganz genau, habt ihr eine Base gebaut, ist das immer sehr ärgerlich, wenn alles dann nachher abgerissen werden muss. Ich sage Dankeschön, ein Däumchen hoch wäre super, schreibt in die Kommentare was und naja, teilen könnt ihr immer gerne, da freue ich mich. Bis demnächst und tschüss.